Ich würde es so beschreiben wollen, dass das Moped der Versuch ist, einen Archetyp für ein elektrisch angetriebenes Zweirad zu finden. Meine Motivation, dieses E-Bike zu machen, hat schon im Prinzip früh angefangen. Wenn ich das heute rückwirkend sehe, dass ich mit 15, 16 auf dem Land aufgewachsen, damals einen Moped-Führerschein gemacht, mir eine alte Kreiler gekauft, mich gefreut wie Bolle bis zu dem Tag, als ich den Führerschein tatsächlich in den Händen hatte und dann quasi auch die 5, 6 Kilometer zu meinen Kumpels fahren konnte. Und da ging es eigentlich los mit der wirklich das, was natürlich auch das Schöne an der Mobilität ist und der Individualmobilität, dass man hinfahren kann, wo man will. Mit Soul Motors habe ich vor 5 Jahren angefangen und jetzt auch dem Produkt sozusagen, der Pocket Rocket, dem ersten Produkt von Soul Motors. Ursprünglich wollte ich damals eigentlich selber ein elektrisches Zweirad mir kaufen, also so ein Moped, Leichtkraftrad. Auf dem Markt gab es damals nur im Prinzip Roller, also die dann die Tiefeinsteiger sind, was mir nie gefallen hat. Und letzten Endes die Fahrzeuge alle einen Retro-Touch haben bis heute. Und ich denke, es ist eine neue Technologie, es ist eine neue Antriebsform, die braucht ein zeitgemäßes Design. Das ist auch letzten Endes das, was mich reizt daran, die Herausforderung neu gestalten zu können und nicht mehr mit Motorblock, Gewicht und so weiter zu kämpfen zu haben, sondern letzten Endes nun Freiheiten zu haben, neu zu gestalten. Let's say it's a no-pad, no pedals, trifft es insofern am besten, weil es keine Pedale hat, aber letzten Endes in dieser Gewichts- und Geschwindigkeitsklasse spielt, aber eben rein elektrisch zu fahren ist. Draufsetzen, Gas geben, bremsen. Im Prinzip ist die Resonanz immer durchweg da, weil es ist ein Eyecatcher. Es fällt auch auf, weil natürlich viele Muster, Seh- und Denkmuster gebrochen werden. Da ist gar kein Motor, da wo eigentlich ein Motor sein sollte. Es ist leise und am meisten freut es mich, wenn dieses positive Feedback auch von Motorradfahrern kommt, weil natürlich die letzten Endes auch so wahrscheinlich die härtesten Kritiker sind. Kinder fahren auch total drauf ab, weil es halt letzten Endes nicht mehr die Brutalität möglicherweise ausstrahlt, wie jetzt ein lauter, stinkender Motor. Insofern ist die Auszeichnung zum Design Award natürlich eine schöne Bestätigung dafür, dass es doch ein Stück weit neue Konzepte unterstützt werden. Wenn man sieht, in welcher Konkurrenz man steht, letzten Endes zu Prototypen aus großen Konzernen, die Millionen kosten. Ich wünschte mir, ich hätte so ein Prototypengeld natürlich mal, um auch Konzepte zu realisieren. Und wenn man da gegenüber denen besteht, ist es schon eine tolle Bestätigung.